Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Transformers 2 Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir befinden uns hier auf dem Southeastern Highspeed und wir fangen heute das vierte Szenario mit der Class 4659. Das da heißt Übergangsvertrag. 30 Minuten soll das Ganze dauern, 1 von 5 Schwierigkeit. Übernehmen Sie die Steuerung einer Class 4659 auf einem zusätzlichen Zug zwischen Rochester und Rainham. 5000 Punkte für die Goldmedaille brauchen wir. Es scheint zu regnen und danach haben wir nur noch ein Szenario von der Class 4659. Willkommen im Bahnhof von Rochester. Bitte warten Sie auf die Einfahrt Ihres Zuges aus London, Victoria. Einfach mal rein und schützen uns vor dem Regen. Da ja sogar schon. Dann bauen wir mit der LH schon einsteigen. Am besten das Ganze auch möglichst schnell. Schließen, hinsetzen, Generalschlüssel ein, Richtungswende auf Vorwärts, neutral, lassen wir die Fahrgäste weiter einsteigen, zu Sicherheitssystem muss noch aktiviert werden, AWS und die Driver Safety Device, dann die Türen schließen, Richtungswende auf Vorwärts. Dann müssen wir noch die DRA deaktivieren. Und dann können wir Leistung geben. Erstmal mit 30 Miles per Hour. Nächster Halt ist dann Chatham. Ich bin zu schnell. In 0,7 Meilen. Und wie immer wird auch diese Fahrt in der Verspätungstabelle auftauchen. Das wird ja jetzt ab jetzt immer so sein. Ach ja. Wenn ich jetzt durch die Schluchten fahre, dann muss ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal... was war das? Glasgow Circle Line? Irgendwie sowas in den Dreh? Licht anmachen. Weil auch was sieht hier drin. Nochmal zulegen. Und nach Chatham dürfen wir dann auch Richtung Rainham, Richtung Rainham dann auch etwas schneller fahren. Ich bin ja noch am überlegen, ob ich hier den Haltepunkt deaktiviere. Was angezeigt wird. Aber da bin ich noch am überlegen. Das schauen wir dann mal. Okay. Nix selektiv. Wobei, wenn selektiv, dann weiß ich auch nicht, wie es weitergeht. Weiter geht's. Noch die DAA wieder deaktivieren. Und dann geht es jetzt auch weiter mit. Ich weiß nicht, ob wir die 50 schon erreichen, bevor wir. Ja, wir erreichen die 50, bevor das Tempolimit quasi uns die 30
die 50 freigibt. Aber das Schöne ist, dass es wieder jetzt eine gerade Strecke. Das heißt, wir fahren jetzt erstmal nicht zu schnell. Wir können uns ausrollen lassen. Wir haben keine Steigung. Und ich merke, ich muss nochmal das ein bisschen rüberziehen, damit ich auch die Desktop-Audio sehe, aber irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich, ja. Ich habe nämlich, das The Bus Video, das letzte, also das The Bus Video, wo ich im Schnee nach Berlin zum Flughafen Tegel in Berlin fahre, da habe ich nämlich aus Versehen, weil ich halt, das war der erste Stream seit 10 Monaten oder so, da habe ich dann vergessen, dass ich ja die Audiospuren geändert habe, weil ich ja beide Audio, quasi beide Audiofrequenzen auf einer Spur brauchte. Habe ich dann nicht rückgängig gemacht, das heißt, ich hatte einmal eine Audiospur mit nur meiner Stimme und einmal eine Audiospur mit meiner Stimme und dem Game Sound. Und interessanterweise, obwohl es prinzipiell gar nicht wirklich angepasst war, passte das ja doch relativ gut. Ist halt das übrigens Gillingham. Ein Wunder. Oh, ab durch den Nebel hier. Eins würde reichen. Fürs erste zumindest. Bisschen reinbremsen können wir immer noch. Das sollte ja ungefähr passen. Na, noch ein bisschen mehr. Wir wollen ja wirklich viele Punkte mitnehmen. Ups. Und zwar genau zu seinen 5000 brauchen wir. 493 gab es jetzt für den Halt. Okay, wir nochmal die DRA. Ups, Notfall wollte ich nicht. Auf jeden Fall, wo war ich? Ach ja, hat audiospurmäßig eigentlich so lustigerweise gepasst. Ich habe halt, glaube ich, ja schon während des Livestreams von Train Station Renovation habe ich ja bei Windows mich wieder das Mikrofon ein paar Dezibel höher gemacht und das hat scheinbar hat ausgereicht, dass das Video quasi fertig war, also so wie es fertig war, rüberkam nach meinem Empfinden, als wäre es geplant gewesen. Türen wieder schließen. Deaktivieren. Und Abfahrt nach Rainham, jetzt schon nach Rainham. Wir sind bei 2680. Wir bräuchten noch 2000 Punkte quasi. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir wechseln den Führerstand und dann machen wir Dinge und fahren nochmal zurück. Ich verstehe. Und fahren dann wieder zurück nach Rochester. Dann ist das ja easy peasy, die Punkte zu bekommen. Dann ist ja das Einzige, wo wir uns dran halten müssen, ist, dass ich jetzt quasi für die Bonus-Sache, nämlich der Verspätungstabelle, dass ich da möglichst wenig Zeit verliere. Aber Rainham ist auch erstmal wieder ein bisschen entfernt, 2,3 Meilen noch. Ich habe das Gefühl, dass der Scheibenwischer ein bisschen stärker eingeschaltet werden könnte. Das ist der Ventilator. Langsam, würde ich sagen. Langsam passt, ja. Wir fahren ja auch so. Jetzt muss ich aber wirklich jetzt mal hier ein bisschen Leistung geben. Damit wir nicht allzu viel Zeit verlieren. 2 Minuten haben wir noch für 1,6 Meilen.
25 Miles per Hour. Ist auch jetzt nicht so wild, wir würden ja sowieso Leistung abgeben müssen quasi. Aber ich darf nicht vergessen, wir haben eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 75 mit dem Zug, genau, Max-Speed von 75. Das heißt, wir dürfen die 80 nicht ausfahren. Reinbremsen. Reicht das mit der ersten Bremsestufe? Ich glaube schon, ja. Ja, doch, kann ich beibehalten. Ups, das wollte ich nicht. Dann werden wir, glaube ich, nochmal einen Gleiswechsel, einen Spurwechsel. Hier haben wir ihn. Bisschen zu schnell, aber das passt. War jetzt nicht gehkräftig, zu schnell gefährlich. Auf Gleis 0. Okay. Bestimmt Kopfbahnhof, dann ein Abstellgleis. Ja, genau. Das kennen wir ja auch vom ersten Szenario mit der Class 3774, glaube ich. Oder welche auch immer hier auf der Strecke ursprünglich ohne DLC dafür zuständig war. 499 Punkte. Ein Punkt, das ist schon wieder belassen. Deaktivieren Sie diesen Führerstand und wechseln Sie ans andere Ende. Sie werden den Zug gedrückt und dann bis nach Rochester fahren, wo ein anderer Fahrer übernehmen wird. Alright. Machen wir das mal. 5000 Punkte ist echt. Echt bad. Geil, Rücklichter. So, aus, Generalschlüssel raus und auf die andere Seite. Dann öffnen wir auch hier die Tür. Steigen ein. Praktisch. Ich muss gar nicht auf die Tür drücken. Zumindest nicht hier in der Class 4659. Was ist 4659? Ja. Generalschlüssel auf ein. Neutral. Oh, Tagfahrt. Und warten. Währenddessen können wir die Sicherheitssysteme. Ist die Frage, hätte ich noch drüben deaktivieren müssen? Schnell rüber. Die paar Minuten und Sekunden, die ich jetzt dadurch verliere. Isoliert, zack. Wobei, wir haben den ja eigentlich ausgemacht, ne? Der Generalschlüssel ist ja gar nicht mehr drin, von daher dürfte es ja kein Problem sein. Das nehmen wir noch mit. So, und aufgrund dessen, mit einer halben Minute Verspätung, fahren wir dann auch jetzt hier los. Türen verriegeln. Zack. Deaktivieren. Und Leistung geben. Schreiben wir schon mal auf langsam. Nicht die 25 überschreiten. Die ja noch gelten. Gillingham. In 3 Minuten sollen wir dort sein. Wir dürfen sogar gleich prinzipiell 90 fahren, aber wie gesagt, wir haben nur eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 75 Miles per Hour. Und daran halten wir uns natürlich auch. Aber erstmal Leistung auf erhöhen.
Leistung aufgeben, na, ergibt nicht Sinn. Bin ich ja mal gespannt, ob die das Rumgerenne zum vernünftigen Abrüsten des anderen Führerstands, ob das jetzt zu viel Zeit noch gekostet hat. Oh, jetzt haben wir gleich die 75. Das Signal, das auf grün gesprungen ist. Kurz vor Gillingham geht es runter auf 60. Ah, ein bisschen zu früh. Da reicht es bei 200 Yards noch einzubremsen. Echt, ja, zeitfressend gewesen sein, dass ich nochmal zurückgerannt bin. Ja, war es gewesen. Aber gut, solange ich bei unter einer Minute bleibe, bin ich ja pünktlich. Nicht gut gebremst. Wir hatten 69 Punkte fürs Halten. Dann bringen wir Türen. Und weiter geht die wilde Fahrt. Zurück nach Rochester. Aber der Fight, der halt war echt gut. Er war zwar pünktlich, aber das geht besser. Aber gut, die Wetterbedingungen sind jetzt auch nicht so optimal. Die Wanden sind tatsächlich so genau so beschissen, wie sie heute bei mir waren. Nur, dass ich jetzt hier ja quasi virtuell als Lokführer im Trockenen sitze. Und nicht draußen auf dem Rad rumeiere. Noch leicht bergab. Ungünstig. Deswegen würde ich sagen, gehe ich runter auf 48 oder 49 und lasse dann nochmal die Schwerkraft uns auf ungefähr 50 hoch beschleunigen. Den Jeff dann entgegen. Nein, noch nicht. 200 Yards reicht, glaube ich. Aber 350. Machen wir 350. Warum haben wir denn jetzt hier die 30? Ach, normal. Weil es in den Bahnhof reingeht. Beziehungsweise nochmal in den nächsten Tunnel. Und dann in den Bahnhof von Chatham.
Oha. Oha. 20 Sekunden. Das wird, glaube ich, kein Pünktlichkeit mehr. Nein, schauen wir nicht mehr pünktlich. Egal. Ist halt wie es ist, ne? 5000 Punkte weitaus überschritten. Wieder so knapp. Wieder ein Punkt an der vollen Punktzahl vorbei. Und dann geht es jetzt auch weiter wieder. Zum letzten Halt Rochester. Das letzte Halt jetzt sein, ne? Ja. Rochester. 0,9 Meilen. Eine Minute. Nur 30 Miles Power. Von daher werde ich auch dort zu spät sein. Ich mal stark von aus. Mir fällt gerade auf, dass bei den ganzen, dass ich eigentlich ja Sandpatch Great und Oakwell Subdivision und die ganzen anderen Güterzug-only Strecken komplett aus der Verspätungstabelle damit rausnehmen kann, weil da wird es ja keine Verspätung geben, weil der Frachtverkehr ja so gesehen hier in Transit World 2 ohne Termine ist. Für die Abschnitte. Ja, immerhin. Dann habe ich zumindest auf den Routen dann auch bei Lava ein bisschen mehr Zeit, die Fahrt zu genießen. Ohne dass ich darauf achte, okay, da war ja da so und so viel zu spät. Oder zu früh. So, aber immerhin, in Rochester halten wir dann sogar doch pünktlich. Nicht ganz. Ups. Komm, Hebel auf B3. Neutral. Aus. Generalschlüssel auf aus und dann den Zug. Nein, das ist schließen, das ist öffnen. EIC. Gemacht. In einer Fahrt über den Papier sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Achievement unlocked CL465 Network Expansion. Fahrtmäßig ein bisschen drüber hier. Sieht eigentlich ganz okay aus, würde ich sagen, oder? Kann ja einer von euch, der Experte ist, genau sagen, ob das ein guter Leistungsgraf ist oder nicht. Beste Haltegenauigkeit waren 2,2 Yards in Chatham auf Gleis 1. Insgesamt 28 Minuten benötigt, 10,94 Meilen zurückgelegt und 7988 Punkte und eine Goldmedaille bekommen. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Transit World 2 Video wieder oder einem anderen Video hier auf dem Kanal.